Bis zum Jahr 2020 soll das Land Mecklenburg-Vorpommern insgesamt über 384 Millionen Euro aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds ESF erhalten. Diese Nachricht teilte in der Landespressekonferenz die Sozialministerin Birgit Hesse mit. Der Anteil der ESF-Mittel ist im Vergleich zur vergangenen Förderperiode 2007 bis 2013 von 25 auf 28% gestiegen. Dabei ist MV nicht mehr das sogenannte Ziel 1-Fördergebiet. Allen Befürchtungen zum Trotz werden die europäischen Gelder weiterhin in soziale Projekte hierzulande fließen. Wir setzen Schwerpunkte, wo wir gerade den Menschen helfen wollen, die die Schwierigkeiten haben im Berufsleben, am Arbeitsmarkt. Also wir werden setzen auf die Förderung der, beziehungsweise die, dass die Langzeitarbeitslosen aus dieser Langzeitarbeitslosigkeit herauskommen. Wir möchten die zum Beispiel die Familiencoaches weiter vorantreiben. Und so gibt es viele, viele Punkte, wo wir wirklich konkret etwas für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern machen können, quasi in allen Lebensbereichen. Ab dem 1. Januar 2015 können neue Förderanträge gestellt werden. Die Finanzierung der bestehenden Projekte wird nahtlos weiter betrieben.